Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit André. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Man merkt, die Decke ist eins höher beim Springen. Ja, stimmt. Drüben. Genau. Ja. Man stoßt sich nicht mehr den Kopf. Okay. Man biegt nicht so komisch ab. Ja. Die Werkstatt, glaube ich, kennt, glaube ich, schon jeder. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was alles gestanden ist beim Ende der letzten Aufnahme, aber ja. Also wir haben auch einiges produziert. Mhm. Zum Beispiel für Munition schon mal, Geschossspitzen und so weiter. Ich weiß schon, wir haben aufgehört, wie wir alles rüber transportiert haben. Also ich glaube, waren da noch nicht die Kisten. Ja. Also wir haben unsere Ressourcen alle rübergeholt. Man sieht das da schön beim Stein, weil da ist alles voll. Sieht man. Wir haben leider noch nicht alles sortiert, weil wir noch nicht ganz wissen, wie sich das da ausgeht. Ja. Und jetzt ist da einmal so ein bunter Mix aus irgendwelchen Ressourcen. Ja, ganz und oben habe ich schon konkret Mix rein, Kisten. Da habe ich gebastelt. Ja. 4000, ich meine, ist nicht viel, aber ja. Ja, und noch was ist dazu gekommen? Das schauen wir jetzt schnell hin. Ich glaube, die Tibre ist ja schon am Weg. Ja, wir haben begonnen, unser Loft, also du hast begonnen, unser Loft. Genau, zu machen. Also da wird dann Schlafraum, Küche und so weiter kommen. Ja. Das da ist schon die Außenmauer, wo man da den Stahlbeton sieht. Auf den beiden Seiten sind wir noch nicht ganz fertig, weil es einfach für die Ressourcen noch nicht gereicht hat. Ja, das ganze obere Geschoss entsteht da mit diesen Ziegelsteinen. Töpfe sind schon da, schön. Und leider habe ich bei dem Stiegenhaus da auch Mist gemacht, das wäre ja auch noch einmal wegreißen müssen. Weil ich habe vergessen, dass ich da bloß einen Block für den Dachgarten rechne. Na gut. Also das ganze Geschoss wird dann da, wo der Stahlbeton da vorne ist, wird dann noch da rausgezogen, kommt dann da so nach vor, schließt dann da ab mit diesen Zugbrücken, mit den beiden, die da stehen, geht dann bei den Zugbrücken entlang darüber und endet dann wieder da beim Stahlbeton. Und wenn wir fertig sind, bricht alles runter. Dann bricht alles zusammen, genau. So, ja, was haben wir heute vor? Ja, ich werde das Rathaus fertig luten. Okay. Also ich nehme an, dass das Rathaus will ist. Mich, und du, glaube ich, magst du zum Otto-Friedhof auch, ja, genau, den wir gesehen wo haben. Wir die Military... Ah, du bist nicht ganz mit Leben. Mir zeigst du immer so einen komischen Balken. Oh ja, 153. Oh ja. Boah, du bist ja... Wahnsinn. Ja, ich bin 153 Leben, eben nur 120. Ich bin übervorsichtig. Schauen wir mal, ob es was Schreiendes gibt. Ja. Ich bin ja leider beim Bauen von dem ganzen Zeug, da bin ich einmal gestorben, wie wir das ausgenommen haben. Und zwar habe ich übersehen, dass ich auf den Bootlock-Spikes schon die ganze Zeit draufstehe und habe fest aufgerüstet, bis er halt dann umgefallen ist. Habe mich noch gewundert, warum ich umfalle. Habe dann geglaubt, das ist wegen Hunger, dass ich in Hungertod gestorben bin. Bis ich dann draufgekommen bin, dass man keine Anzeige mehr sieht, wenn man bei den Bootlock-Spikes ankommt. Genau. Also da geht zwar das Leben runter, so, dann schummel ich mich schon mal darüber. Keine Info. Irgendwo war da zuerst eine Kreischerin in der Nacht, aber ich glaube, die ist schon nach unten. Die hat sich schon die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Oh, ich habe da gerade... Ja, und da haben wir auch was zum Demontieren. Und zwar unsere alte Rampe, unsere provisorische, die werde ich da gleich wegnehmen. Okay. Ich, ich mache mich Richtung Friedhof, also Auto. Du noch. Dings darauf. Ich glaube, der ist hinter bei Minenfeld, gell? Ja, du musst aufpassen. Da irgendwo was. Dort in der Nähe war da das Minenfeld. Ja. Da es gibt ja mehrere was. Autofriedhöfe, haben wir schon gesehen. Oder sind so Autohändler? Das musst du dann ja also genau feststellen. So. Okay, er schaut relativ rot aus. So, na gut, dann zerlegen wir mal die Autos auf der Jagd nach einem Motor. Hehe. Ist nämlich wieder ein Teil weniger, was die Zombies davon aufhält, dass sie da in unseren Graben, in die Arena sich begeben. Aha. Dann werden wir das da jetzt wegnehmen. Das habe ich ganz vergessen, das hätte ich eigentlich außerhalb machen können. Ja, aber es geht ja schnell. So. Die Holzteile halten nicht wirklich.
jeden Fall Benzin haben wir dann genug. Ja, was uns momentan fehlt, also eine Ressource, die wirklich relativ knapp ist, Potassium, ja. Die sind auf jeden Fall in den Ressourcensteinchen oberirdisch. Ich weiß nicht, ob man... Ja, das ist auch nicht so viel, was man da rauskommt. Ja, nicht wirklich. Ob man oberflächlich Potassium findet oder nur im... Ja, wir werden beginnen mit dem Mining. Ja. Das werden dann eher vermutlich Zeitraffer werden. Ja, sonst wird das ein bisschen langwierig. Ne? Vielleicht kombinieren wir so 15 Minuten Zeitraffer Mining mit 15 Minuten Zeitraffer Aufbau des Obergeschosses. Also das werden wir noch sehen. Ob wir das normal aufnehmen. Ah, ich habe wieder mehr Reifen rausgekriegt. Sensationell. Kann man uns ja als Nachricht vorlassen, ob man es sehen will oder nicht. Ich glaub, das gibt's ja nicht. Hallo. Europa-Aufbau kennt man ja, glaube ich, mittlerweile besser, wie das. Ja, wenigstens eine Batterie. Und falls noch interessant ist, dann nehmen wir es natürlich gerne auf. Ja. Das Obergeschoss ist ja, glaube ich, sicher um einiges interessanter als wie der erste Teil da. Ich bin schon wieder am Retourweg. Ist schon voll? Ja, hallo. Sowas von. Wo bist du? Ah, du hast die Rampe da. Die alte Rampe demontieren. Genau. Ja. Cool. Ah ja, das ist ja empty. Das ist ja cool. Ja, zwei große Rampen müssen wir dann noch bauen. Weil zwei Zugbrücken fehlen dann auch noch. Verwöhnt wie wir sind, wollen wir in jede Richtung raus, ne? Jupp. So, ich stopf wieder mal die Tonne voll. Die grüne. Hoppala. Ah, dort bist du. Irgendwo. Ja. Ich habe was gehört. Okay, da liegt die Leiche gleich neben dir. Ja, ja, die ist schon die ganze Zeit da. Okay. Aber wo hat die wahrscheinlich, hat wahrscheinlich im Rathaus. Ah, okay, na da bin ich dann nicht gleich unterwegs. So. Autos alle zerlegt? Nein, genug gar nicht. Ah, Gunpowder zum Stück. Sehr gut. Er freut sich über jede Kleinigkeit. Ja, über das schon, weil... Für das Schießpulver braucht man halt wirklich sehr viel Nitrat. So, Federle. Das ist garantiert eine Kreischerin. Ich will mich gar nicht so viel bewegen. Ich sehe sie leider nicht. Vielleicht auf der anderen Seite? Ja, so wie beim letzten Mal, das gleich hinterm Eck da steht. So, Tonne nahezu voll, wieder mal. Schauen wir mal vorsichtig. So. Ja, bei mir da ist nichts. Oh ja, die steht auf der anderen Seite Richtung Osten. Am Abgrund. Du hast richtig geraten. Richtung Osten. Ja, neben der Rampe. Ah ja. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Naja, jetzt bewegt es sich natürlich. Aha. Ich glaube, wir sind nur Spur zweit weg. Ah, mach keinen Schritt nach vorne. Jetzt habe ich sie. Ah, es schaut... Und erledigt. Okay. Gut, dann laufe ich wieder zu den Autos. Ah, bei den Autos. Ja, da ist aber kein Minenfeld. Hinterbei, doch.
Nein, das ist Chemie. Schon. Nein, da ist das Chemie. Da waren die. Ups. Diese Labortypen. Wenn wir da die Armeewanderhorde hatten. Oh Gott, die Hunde da hinten. Scheiße, was mache ich jetzt in meiner Angst? Was ist da Hundehorde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Hunde. Am Alter. Zaun. Da. Ah ja. Alter, was tut die da? Scheiße! Oh! Nein, ah. Ich nicht! Ich nicht! Ah! Ah. Sorry, aber Scheiße. Ich helfe dir nicht. Oh Gott, das sind doch. Lauf! Was heißt? Scheiße, lauf! Ich lauf nirgends mehr. Nein, ich rede von mir. Okay, shit happens. Ich bin drin. Und ich dachte mir noch, ich bin sicher hinterm Zaun. Alter Falter! Nein, die haben da drauf gehabt. Okay. Und ich habe gedacht, okay, ich schieß mal drauf los. Die ist dort hängen geblieben. Mhm. Ist heute Hundehordentag? Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr, okay. Kommen per Zufall. Ich muss aber ehrlich sagen, sie haben mir schon gefehlt. Ja, unheimlich. Kreischerin. Okay, nein, ich bin jetzt ganz woanders. Ist hier drüben noch was zu... der Garten ist noch. Und ich was hast du jetzt da draußen liegen? Irgendwas Wichtiges? Ach ja, so ziemlich alles. Okay. Wir haben ja da jetzt wieder genau gar nichts, ne? Kreischerin. Ah ja, das ist noch da. Was mache ich denn? Ich hab's. Komm. Jawohl. So, Kreischerin hätten wir mal weg. Jetzt schauen wir, ob wir den Hund da erwischen. Okay, Fortstrahl. Ja, Treffer. Ja. Komm. Erledigt. Nummer 1 ist Ex. Bei mir ist jetzt einmal gar nichts los. Mhm. Waren die 11 gefüllt oder hast du das abgezählt? Ich habe sie abgezählt. Alles klar, also 10 sind es noch. Viel Spaß mit 10 Hunden. Warum gehen da nur zwei? Nummer 2 kommt. Komm, bleib stehen. Nein, nicht hinterm Betonpfeiler, was tust du denn? Oh. Treffer. Ich hol mir da mal Futter von da draußen. Erledigt. Noch 9. Noch 8. Okay. Aber 8 sind wir noch immer zu wild, dass ich da rausgehe. Ja, würde ich auch so sagen. Da ist kein Futter, hallo. Scheiße. Doch. Was haben wir für ihre Waffen? Wir haben ja Waffen. Meine Schrotflinte liegt draußen. Ja, wir haben ja da auch noch welche. Und zwar hätte ich da einmal abgesiegte. Zweite so. Abgesiegte. Und eine normale. Könnte mal gleich verballern. Dann habe ich noch die Pistole. So, den Rest. Ja, so viel zu dem, wenn man sich was vornimmt, was man machen will. Ja, genau, es kommt garantiert anders. So. So. Jetzt traue ich mich da gar nicht runter, ehrlich gesagt. Da ist offen. Wo? Ich mach die Zugbrücke da mal zu. Da war eine Zugbrücke herunten. Ich bin nur das erste raus. Das Problem ist, durch das, dass wir wegen der Aufnahme den Game Sound so leise gedreht haben, höre ich wahrscheinlich nicht einmal, wenn sie einer anschleicht. Anpirscht. So, ich brauche Fortstrahl. So. Dann. Ich mache mir. Treffer. Die mache ich. Und erledigt. 7 noch. Mhm, na dann viel Spaß. Da ist der nächste. Ich kann das nicht. Bogen und so.
Ich habe nur das. Treffer. Das war daneben. So. Kurz mal. Ich bin ja voll. Was rede ich? Oder? Nein, nicht ganz. Und erledigt. So, jetzt werden wir die, die wir erledigt haben, werden wir jetzt damit zerlegen. Mhm. Zweimal. Ach, ist das ätzend. Dreimal. Da ist keiner. Die haben sich richtig gesammelt. So, wie viel waren es jetzt noch? Sechs, oder? Sechs oder sieben waren es noch. Keine Ahnung. Alle auf mich zu. Da ist noch einer. Oh ja, er hat mich. Erledigt. Hast du mit der Schrotflinte gerade? Ja. So. Ich mach mich am Weg. Ist da noch was drin? Ah ja, da stehen noch drei. Okay. Ich ran, bevor er das durchbringt. So, der nächste ist erledigt. Mhm. Ich mit meinem heutigen Glück. Ah, nein. Ist nicht gut. Also. So. So, dann schauen wir, dass wir da mit der Armbrust den. Ja, erledigt. Ebenfalls. Okay. Wie viele sind es noch? Ich sehe momentan keinen mehr, aber von der Rechnung her wären es nur noch 11. Wow. Irgendwo müssen nur 2 oder 3 herumkreuchen. Kreuchen und fleuchen, okay. So, ich bin einmal drin. Bei den Autos. Mhm. Ja, Dicker, du interessierst mich jetzt genau Öfe. Ich glaub, du kannst kommen. Ich bin am Weg, ich bin am Weg. Da stehen wieder ein paar auf. Ein paar brennende. Und ein Schleifer. Also erinnern, bei den Autos ist keiner mehr. Okay. Ich laufe jetzt einmal rundherum. Aber aufpassen, ich bilde mir ein, dass da wirklich Minen waren. Ja. Okay. So. Ich habe die Angst, dass irgendwo nur 2, 3 so Hunde herumhängen. Ah, da hinten steht noch einer. Mhm. Ja, aber es waren ja keine 11. Ich hab's abgezielt, es waren 11. Wirklich. Ja. Der ist auch X. Nee, jetzt kommt ziemlich schön langsam dann hin. Das könnte jetzt der letzte gewesen sein. Also Minen sehe ich da nicht. Okay. Komm schon. Ich werde da was durchbrochen, so an Dings reinstellen. Ach, jetzt. Was? Nein. Da schreckt mich. Jetzt brenne ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde sowas Ungeschicktes.
Also heute ist nicht unbedingt mein Tag. Wirklich. So, das will ich haben. Jetzt bin ich bewaffnet, dass ich nichts mehr unterbringe. So. Ich brauch's gar nicht. Dann schauen wir da noch, weil die sind immer da reingelaufen. Nicht, dass da noch irgendwo einer hängt. Ich bin wieder bei den Rampen. Passt, passt. Da liegen ein paar Leichen. Oder? Ja. Ja, da ist auch alles leer. Okay. Ja, ich glaube, die Hunde waren es. Mhm. Schaut gut aus. Gut, ja, dann kann ich mein Werk wieder vollbringen. Weitermachen. Ich habe deinen Rucksack nicht aufgenommen, ne? Ah, okay. So, der liegt noch. Dann hole ich mir den jetzt. So, ich lege die ganzen Schrotflinten retour. So viel brauche ich nicht mit. So. So, gut. Schauen wir mal rein, ne? Du hast den Frame reingestellt, passt. Aber die hüpfen drüber über den Frame. Also die hüpfen da rauf und... Auf den der was? Mhm. Ah, okay. Okay. Ich mir dachte, da muss das der ganze frei sein, das zu nutzen. Okay. Gut, dann werde ich mich wieder wappnen. So, so. Na, wie war denn das? So, jetzt habe ich blöderweise nicht ausgeräumt. Also vor die Hunde aufgenommen, aber ich schmeiße mir jetzt einfach da rein. 64 Fällen, das zahlt sich ja aus. Das könnte ich auch mal im Tag machen, ne? Hm. So. Weiter geht's mit den Autos. Leer. Ah ja, da haben wir einen Wandsief, genau. So, das war da, okay. Miese Köter. Für gewöhnlich habe ich nichts gegen Hunde. Taschenmotorrad für Vollidioten. War ein Wahnsinn. Okay. Das heißt, wir können das Motorrad lernen. Bring ich damit. Cool. Du bist ja eher unser. Ja. So, Platz genug. Das wird gescrapped. Das wird gescrapped. Das ist ein Motor, okay. Und weiter geht's. Achso, die Sieve sollte gleich rausschlagen. Ach Gott, es liegt schon wieder was da. Achso, kriegt ihr das auch? Hm? Das habe ich auch noch gewusst. Dass man die Tresore auch mit der Range abbauen kann. Zum Schluss kriegt man ein Kennedy Parts. Okay. Ja, dann. Ja, schon wieder voll. Ich hasse das. Ich hasse das. So, ich hab. Das ist sowieso. Das ist Krippen. Generell zahlt sich ja immer aus mit der Range probieren, wenn man mit der Range abbaut, immer halt irgendwelche Ressourcen noch zusätzlich kriegt, dort losgeht. Ja, genau. Jetzt mehr angewöhnen.
dauert halt. So ein Wahnsinn. Ja. So, was haben wir da? Nix. Na bitte, und wieder drei Stück. So, du willst die Gläser auch immer, gell? Ja, bitte. Die Ausschlag. Fürs zerbrochene Glas. Ja, zum Einschmelzen, das ist ja fein. Eine Lampe. So. Da kriegen wir sicher irgendwas raus. Oder auch nicht. Ich habe einen Hundeverfolger. Na bitte, Electrical Parts. Mhm. Scheiße. Na warte. Haben wir gleich. Da steht ein Wrack. Da schmeißen wir einfach rein. So, was braucht man nicht so dringend? Die Motoren sind rar.